So, hallo und herzlich willkommen mal zu einem neuen Minecraft-Tutorial mit der Frage von Tobelix. Und zwar fragt er, hey VVP, ist es möglich, dass man mit einem /say oder tellwalk-Command alle Spieler aufgelistet bekommt, die sich auf dem Server befinden? Und das habe ich jetzt einfach mal hier von Entity simuliert. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Bibi Blocksberg und Amadeus, meine absoluten Best Friends, gespawnt. Und die kann ich mir auch, also ganz easy jetzt ohne große Command-Kenntnisse, mit say at e einfach mal zum Beispiel Radius von 10 ausgeben lassen. Ist gleich 10. Wenn wir jetzt Spieler ausgeben wollten, einfach statt at E at A einsetzen, dann klappt das auch. Und wird mir jetzt angezeigt, dass sich hier Koimoni, Amadeus und Bibi Blocksberg befinden. Allerdings ist das Format noch nicht ganz so geil. Wir haben jetzt hier nur eine weiße Farbe und außerdem hat sozusagen auch Koimoni hier noch seine eckigen Klammern vorgesetzt. Brauchen wir alles nicht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Ganze farbig darzustellen. Und zwar mit dem Tellwalk-Command. Kann man kurz hier zeigen. Einfach sozusagen ausgeführt. Kann man sogar auswendig hinschreiben, wenn man ein bisschen Skill hat. Dafür geben wir einfach ein /tellwalk. Oder Tellwalk at A, auf wie auch immer wir betreffen wollen. Dann eckige Klammern und ja, querschießen. Dann Text, Doppelpunkt, Doppel oben hier, Komma, extra, Doppelpunkt, dann Brackets auf. Hier einfach noch ein paar geschwungene Klammern rein und dann geben wir hier ein Selector, Doppelpunkt, dann Anführungsstriche oben. Dann geben wir hier ein at E, Beispiel R ist gleich 10 oder machen wir mal direkt 20 draus. So, und dann Klammer wieder schießen, dann am besten noch vielleicht nochmal eine Farbe einfügen, Color, Doppelpunkt, Green, Effekt kann man auch noch einfügen, zum Beispiel Bold, True, und dann können wir das ausgeben, dann wird uns hier angezeigt, wer gerade auf dem Server noch drin ist. Und die Frage geht auch noch weiter, und zwar möchte Tobelix wissen, ob man es auch hinbekommen kann, dass wenn man auf den Spielernamen raufklickt, dass man dann zum Beispiel sich zu dem Spieler hin teleportieren kann. Da ist das Problem, dass dieser Text, den ich erzeuge, als ein Ganzes angesehen wird, denn ich erzeuge sozusagen mit einer von diesen Objekten hier und kann halt sozusagen nicht irgendwie einzeln unterteilen, für welche Sachen ich sozusagen Command ausführen möchte. Also ich kann höchstens mir sozusagen mit den allen drei Spielern was anfangen. Und dann kommen wir zur nächsten Frage, und zwar möchte Boogie Player wissen, hey VVP, kannst du mal ein Video machen, wie man unbekannte Entity erkennen kann? Jop, das geht, und zwar nicht mit dem Type oder so in Richtung. Man kann ja zum Beispiel Kühe testen, indem man einfach at e type gleich x oder so eingibt, irgendwas hat man halt reinschreibt. Bei unbekannten Flugobjekten ist es ein bisschen schwierig, man kann irgendwie nicht type unknown oder so eintragen, wird ein bisschen schwierig, aber man kann dafür sorgen, mit der Glock zum Beispiel hier, dass man für name gleich unknown was ausführt. Einziges Problem ist, wenn man auf Deutsch spielt, muss man natürlich dann unbekannt reinschreiben und so weiter und so fort. Mit der Methode kann man übrigens auch noch erkennen, mit welcher Sprache gerade ein Spieler spielt, wenn man sozusagen testet, welches Objekt davon erkannt wird. Und wie es schon im Titel steht, kann man damit zum Beispiel auch coole Lavaberge erzeugen, denn fliegende Eier sind beispielsweise unknown Flugobjekte. Wenn wir uns jetzt mal hier kurz ein Ei geben und das einfach mal schön schmeißen, kann man hier echt wunderschöne Lavaberge erzeugen. Gut, dann haben wir sozusagen hier schöne Berge, kann man auch recht kreuz und quer einfach die Eier schmeißen. Ich hoffe, mein PC hält das aus. Hat eigentlich gerade ein Update bekommen. Ja, sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Man kann auch noch irgendwie probieren, hier wunderschöne Kurven hinzubekommen. Man könnte mal so, glaube ich, Funktionen darstellen, ne? Was ist denn hier so Mathe oder sowas? Gut, kann man vielleicht hinbekommen. Andersrum wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Man muss halt die Gravitation dafür umdrehen. Und der Command ist eigentlich auch relativ einfach. Und zwar sorgt er einfach nur dafür, dass der Schneeball sozusagen alle 21. Sekunde diesen Command hier ausführt. Er sorgt einfach dafür, dass dieses unbemannte Flugobjekt mit dem Setback-Command an diese Stelle, wo es sich gerade befindet, Lava hinsetzt. Auch in der Beschreibung nochmal verlinkt. Und die letzte Frage kommt von Sergius144. Und zwar fragt er auf Twitter, @Koimoni, wie stellt man das ein? Wenn man mit einem Bogen schießt und einen bestimmten Block trifft, wird man dann teleportiert. Habe ich mal kurz vorbereitet, auch schon mal hier einfach mit /scoreboard objectives add einen Punkte-Objective hinzugefügt und nochmal eine Sidebar eingeschmissen und dann kann ich mal probieren, hier den roten Wolleblock zu treffen. Ist schon ziemlich hardcore, ich mal gucken. Mist abgerutscht. Der verzieht ziemlich, ne? Boah, der verzieht echt hart. Bupp, und solange ich das rote Feld nicht treffe, ist sozusagen hier mit Schädern auch noch schön, hier so einen Schatten zu sehen. Und die Punkte erhöhen sich natürlich nicht, weil ich ziemlich schlecht im Zielen war. Wenn ich aber jetzt hier alle Kraft zusammenreiße und dann hier. Ja, toll, das rote Feld treffe, jetzt aber sozusagen immer hier alles entfernt und ich kann sozusagen hier ordentlich Punkte sammeln, immer wenn ich das rote Feld treffe, und das geht eigentlich auch ziemlich einfach und teleportieren kann man auch relativ schnell ranhängen. Ich habe es einfach mal mit Punkten gemacht, weil es ein bisschen schöner ist, und zwar nehme ich hier an der Clock den Execute-Command, und zwar wird der für Pfeile ausgeführt und diese Pfeile testen, das ist ja auch eine Funktion vom Execute-Command, ob sich ein in Z-Richtung, wenn wir kurz gucken hier, ein in Z-Richtung oder minus Z, er gesagt, wie gesagt, entgegengesetzt der blauen Linie, heißt minus Z, ob sich dort minus 1 in Z von dem Pfeil aus Wolle 14 befindet, kann man auch hier nachgucken, F3 und H drücken und dann hier bei der Wolle mal nachgucken, hier Wolle 14, ob sich dort sozusagen die Wolle befindet, und sobald das der Fall ist, wird der Score mit dem Score Players Add Command für Koimoni oder für den Spieler, der gerade sich dort befindet, dann werden die Punkte dann um 1 erhöht, und damit das Ganze nicht dauerhaft ausgeführt wird, denn der Fall klebt da ja eigentlich dauerhaft drinne, wird ein Bruchteil von der Sekunde später nochmal der Command hier ausgeführt, der sorgt dafür, dass, wenn das sozusagen auch zutrifft, habe ich im Prinzip kopiert
und einfach statt Scoreboard Players Add hier Killed E eingefügt, damit der Pfeil auch gekillt wird. Und da sozusagen dieser Block eine geringere Z-Koordinate hat, wird dieser Block erst später überpowered, also einen Sekundenbruchteil später. Und deswegen kann sozusagen der Command hier kurz noch den Score von den Spielern erhöhen, bevor dann hier die Pfeile gekillt werden, damit das Ganze nicht doppelt ausgeführt wird. Wenn ihr jetzt hier ein bisschen zu viel Lava-Action gemacht habt, könnt ihr auch probieren, mit dem /Fill-Command wieder Luft hinzusetzen. Das wird auch mal in einem World-Tutorial gezeigt und in Minecraft auch in der Beschreibung verlinkt. Und neue Fragen könnt ihr wie immer am besten auf Twitter mit dem Hashtag #FragVVP stellen oder halt einfach auch in den Kommentaren oder mit @Kunimoli und so weiter und so fort. Ja, Twitter bin ich am besten erreichbar, weil ich auch mobil antworten kann. Ja, ansonsten danke ich mir fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt was gelernt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.